Hallo Freunde der japanischen Überraschungsboxen. Es ist mal wieder die Zeit des Monats, in der wir unsere neueste Nihon Box öffnen. Dieses Mal die Nihon Box für Februar 2023. Und mal schauen, was wir dieses Mal drinnen haben. Nihon Box für mich jeden Monat wirklich ein Highlight. Grundsätzlich alle drei Boxen. Ich habe ja Nihon Box, Omae Box und Katsu Box. Ich liebe alle drei. Und daher freue ich mich auch wieder riesig darauf. So. Wenn ihr meine Videos kennt, ihr kennt das Prinzip. Box steht hier. Ich ramsch durch, versuche das Kleinste rauszuholen, was mir meistens nicht gelingt. Und versuche mich dann hochzuarbeiten bis zum Größten. So. Oh, was haben wir hier? Dieses Mal ist ein Bonus-Item dabei, weil ich ein Dreier-Abo abgeschlossen habe. Oder weil ich eigentlich jetzt ein Dreier-Abo immer laufen habe. Das ist erneuert. Hat sich jetzt diesen Monat erneuert. Und das ist mein Bonus-Item. Ein kleiner Holzschlüsselanhänger mit Pikachu. Da freue ich mich riesig drüber. Ich meine, ich liebe Pokémon. Wer tut das nicht? Sehr, sehr schön. Hier steht auch nochmal Bonus-Item. Ja, gefällt mir ganz, ganz gut. Da freue ich mich sehr drüber. So, dann haben wir unser monatliches Poster. Thema Rivals Forever. Ach, kann ich jemanden erkennen? Ich kann Evoli erkennen. Ansonsten schaut es hier leider ein wenig mau aus. So, Teil. Ist noch nicht Teil 1. Wir haben hier. Das ist der Flyer? Ich will gar nicht. Nee, das ist nicht der Flyer. Ah, es ist Happy Birthday Nihon Box. Our dear Nihon Box is celebrating its 8th birthday. While blowing out the candles, we looked back on the 8 beautiful years preparing and sending a bit of Japan around the world with this little red box. The last 2 years have been far the most difficult for Nihon Box, offensichtlich, with a lot of difficulties to overcome. New laws and rules on sending parcels, COVID and the many related restrictions, as well as a significant increase in the price of products and shipping costs. One thing is certain. We have been tested more than ever, but we are still here, and this is exactly what this pretty card symbolizes. It revisits Hokusai's famous print, The Great Wave of Kanagawa. Nihon Box resisting the storm with good humor. We can never say it enough, but the survival and continuity of Nihon Box depends solely on you and the support you give us. If you're reading this little birthday card, it's because you're one of the box subscribers. Thank you 1,000 times for your support. You give us the motivation to continue and to face all the situations. We hope you take a great pleasure in discovering your boxes each month. Erst für ich. This is the most important for us. Thank you again. Happy birthday and long live Nihon Box. Tomoko, Charles and Nihon Box Teams. Also quasi nochmal eine kleine Geburtstagskarte, wo halt zusammengefasst ist, was denn so schwierig war in den letzten 2 Jahren. Covid, dann das Problem mit der Einfuhr in Europa, dass alles teurer wird. Ich bin wirklich froh, dass sich das alles jetzt erledigt hat und ich endlich meine Nihon Box wieder habe. Sie ist zwar, ich glaube, 5 Euro im Preis gestiegen, aber ist mir persönlich jetzt relativ wurscht. Ich liebe diese Box. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich sie liebe. Und ja, freue mich jeden Monat drauf. Also, weiter geht's. Okay, unser 1000 Yen Gutschein. Oh Gott, von dem ich jetzt mittlerweile schon wieder 4 Stück hier liegen habe. Ich habe schon mal einen eingelöst. Also ich habe tatsächlich schon mal was von Yakas Japan bestellt. Es hat auch gut funktioniert. Und ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, wieder was zu bestellen. Aber werde ich das definitiv machen. Hier ist ein Flyer. Und erstes Teil. Kann die Stifte sein? Ja, es ist Sarasa Clip Tokyo Revengers Stifte. Okay. Einmal in Pink, einmal in Gelb und einmal Schwarz. Okay. Why not? Dann haben wir ein kleines Plüschtier von My Hero Academia. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie er heißt. Ich weiß nicht, ist das ein Clip oder was? Ah, es ist eigentlich ein Pin, es hat eine Anstecknadel drauf. Okay, boah.
Gut, ich kann nicht mit My Hero Academia nicht viel anfangen, aber ich will da Pin. Schön. Ich meine, ich werde die jetzt nicht nutzen, weil ich keine Pins nutze, aber schön. So, dann nächster Teil, das könnte das Essen sein. Ja, hier haben wir wieder typische traditionelle Süßigkeiten. Waffeln mit irgendeiner Füllung, wahrscheinlich mit der rote Bohnenfüllung oder derartiges. Mal schauen, wie die schmecken. Passt. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4 Sachen drin. Das könnte hier wieder ein Plüschtier sein. Ja, das ist ein Plüschtier. Auch wieder von Tokyo Revengers. Das ist schön. Der gefällt mir. Der hat auch oben den kleinen Anhänger, also eine kleine Kette, dass man sehr an die Schlüssel oder was hängen kann. Aber der ist schön. Der gefällt mir. Also irgendwas muss ja auf jeden Fall noch drinnen sein vom Pokémon. Mal schauen. Holen wir erstmal das raus. Das ist wahrscheinlich das Pokémon-Teil, oder? Oh, nee. Oh, das ist ein Handtuch. Und zwar ein matt rotes. A couple of Pukus. Ich halte das mal hier. Es gab wahrscheinlich zwei unterschiedliche. Ich glaube nicht, dass das die Rückseite ist. Ne, das ist nicht die Rückseite. Das gefällt mir, das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auch das schönere Motiv. 60 auf 120 cm. Ja, damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Das gefällt mir gut. Das ist ja mein Highlight. So, dann haben wir wieder eine mysteriöse Box. Das sind ja meistens immer so traditionelle japanische Sachen. Oh, ja, okay. Ich sehe schon, ist mal wieder was für mich. Ein kleines Schiss. Wie süß. Und zwar richtig aus Porzellan. Aus Porzellan nehme ich mal stark an. Ja. Also sieht man das aus wie Porzellan und nicht irgendein billig Teil. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Sehr schön. Kommt trotzdem erstmal wieder rein, dass es sicher ist. Und last but not least, unsere Figur. My Hero Academia. Tomura Shigaraki. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich habe momentan so viele Figuren stehen, dass ich die jetzt nicht zusammenbaue. Ich müsste erstmal wieder ein paar abbauen und verstauen. Hier seht ihr aber die Figur im Kompletten. Meine Meinung zur Box. Ich bin tatsächlich wieder sehr zufrieden. Waren wieder schöne Sachen drinnen. Ich zeige euch jetzt mal bloß ganz kurz. Oh, da hat es zwei Figuren gegeben. Da muss ich tatsächlich sagen, da hätte mir die andere Figur ein bisschen besser gefallen, aber bin trotzdem damit zufrieden. So, hier mal schnell im Schnelldurchlauf. Wir können ja pausieren, wenn ihr wollt. Ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Und freue mich schon wieder aufs nächste Mal im März dann. Und hoffe, wir sehen uns da wieder. Also, macht es gut. Bye, bye.